herzlich willkommen zur Folge 39 des Euro Truck Simulators 2. Jo, ich bin ganz zufrieden, wie es in der letzten Zeit läuft. Wir sind ja auf dem Weg durch Skandinavien, so an die Ausläufer gekommen und haben da auch ordentlich Kohle verdient. Sind bei 175.000 Euro. Das kann sich schon ein bisschen sehen lassen. So, und jetzt müssen wir überlegen, ja, was wir als nächstes machen. Ich glaube, wir fahren nach Katowice. Da fahren wir hin. Dramali. So. Müssen wir erstmal wieder rausfahren. Zeigt es mir keinen Weg an. Hä? Nee, das hier. Ach so, das ist Sunbuilders. Ich Vollidiot. Ich habe gedacht, wir nehmen. Habe ich jetzt doch den richtigen Auftrag? Ich hoffe mal. Katowice, da müssen wir hin. Nee, wir haben den falschen Auftrag. Habt ihr gesehen, wie gut das eingeparkt war? Junge. So, also wir machen uns auf nach Olsztyn. Ist wie Stettin. Gott, was sind das für Namen? Ich kann sie einfach nicht aussprechen. Und ja, wie immer sehen wir uns dann am Zielort, wenn ich hoffentlich die Ladung ohne Probleme angebracht habe. Bis dahin. Erster Auftrag erledigt gleich. Das war nochmal knapp. Bei der Einfahrt hier war es auch mehr als knapp. Aber es war ohne Probleme. Ui, ui, ui. Kurz hier rückwärts hier ja, den Auflieger abstellen und dann ist schon wieder gut. 6.700 Euro und wir sind gleich bei Level 16. Das ist auch ganz gut.
Stockholm, 11.000 Euro. Aber ich will nicht schon wieder nach Schweden. Aber das sind nur Aufträge nach Schweden. Wirklich nur. Dann fahren wir halt nach Stockholm. Schlafen müssen wir auch, genau. Nein, wieder falsch. Hallo? Haben noch eine Stunde. Ich hoffe mal, dass der Auftrag dann noch da ist. Weil, ja, wie ihr hört, ich bin schon wieder müde. Bin auch gerade erst aufgestanden. Aber wir fahren mal kurz hier nach Holstein. Und gucken, dass wir schnell einen Platz zum Schlafen kriegen. Nichts, dann müssen wir kurz nach links wegfahren. Nein, es ist ein bisschen zu schnell gewesen. Schnell ins Hotel. Der gähnt immer so laut. So, schlafen. So, jetzt ist die Frage, ob es den Auftrag noch gibt. Der ist noch 4 Stunden da. Gibt es hier vielleicht einen neuen Auftrag? Ja, gibt es auch. Wie viel müssen wir da fahren? 200 Kilometer. Hey, wir könnten auch nach Gdansk fahren. Ah, die Qual der Wahl. Ich meine, der hier gibt natürlich ein bisschen mehr Kohle. Ich glaube, ich nehme einfach einen Helikopter. Kohle auch pro Kilometer. Ich meine, die Autos sind natürlich auch geil, aber der gibt einfach mehr. So, was wollte ich jetzt gerade noch machen? Warum Umleuchte habe ich glaube ich noch an? Okay, dann passt eigentlich alles. Dann auf nach Schweden, Stockholm.
Also den Auflieger habe ich ohne Probleme hierher gebracht. Glaube ich. Aber ich bin zweimal mit dem LKW angedotzt. Das gibt's doch nicht. Und vor allem immer so Mini-Dinger. Ja, die hätte ich locker vermeiden können. Aber nee, da kriegt halt unser LKW noch ein bisschen Schaden. So, Auflieger ohne Probleme, glaube ich. Jawohl. 11.600 Euro, sehr geil. So, wir machen mal hier weiter Gefahrenstoffe nach oben. So, und jetzt gucken wir mal nach dem nächsten Auftrag. Wir haben heute schon, glaube 18.000, fast 20.000 Euro verdient. Ey, das gibt's nicht. Da muss ich genau schon wieder. Wir könnten auch ein bisschen ins Hinterland von Stockholm fahren. Ich glaube, das machen wir. Leere Paletten nach Örebro. Örebro. Dann gucken wir mal, wo wir die leeren Paletten kriegen. Auftrag angenommen. Dann holen wir mal den Aufleger ab. Der erste ist es. Und dann geht's ab nach Örebro. Bis nachher. Halleluja, wir sind angekommen in Örebro. Ja, mei. Nein, komplett falsch. Aber ist ja gar nicht so wichtig. ja, ohne Probleme würde ich mal was sagen. Ja, ich habe so langsam wieder ein bisschen den Dreh raus. Und gib so voll Stoff. ja, läuft alles gut gerade. Allgemein auch in dem Spiel. Wir kriegen ordentlich Kohle zusammen. So, jetzt können wir nochmal probieren, da auf diesen Platz einzuparken, ohne uns das Fahrzeug zu beschädigen. Ja, diesmal sieht es deutlich besser aus. Wir stehen auch schon ziemlich gut, um einzuparken. Das wird kein Problem geben. Zack, drin sind wir. Bam!
So, nochmal 4.500 Euro. Und wenn ich so auf meine Liste schaue, dann haben wir heute einen ordentlichen Gewinn gemacht, nämlich 22.000 Euro wieder. Das lässt sich doch sehen, oder? Würde ich schon sagen. Und das bedeutet eigentlich, wir könnten uns nächstes Mal schon einen LKW kaufen. Ja, können wir gerade mal gucken. Wir werden uns nochmal einen Volvo kaufen. Mal hier besuchen. Und zwar gucken wir mal, was wir uns da leisten können und vor allem, was auch schon freigeschalten ist. Alle. Wir können uns alle LKWs kaufen. Okay, der Globetrotter XL kostet 192.000 Euro. Den könnten wir uns leisten. Aber wir wollen natürlich noch was in der Ausführung ändern und so weiter und so fort. Deshalb wird man wohl schon noch ein, zwei Folgen brauchen, bis wir uns den wirklich kaufen. Ach, guck mal. Ach nee, ein Scania. Und dann wird man uns den neuen LKW holen. Ah, guck hier, Scania. Der braucht noch ein paar Level. Der kostet 157.000. Das ist aber der mit der zweiten Antriebsachse. Glaube ich. Ja. Ne, der hat nur vorne Antrieb. Nur zwei von vier sind Antrieb. Ne, der ist nichts. Gut, also wir machen einfach noch ein, zwei Folgen und dann kaufen wir uns einen neuen LKW und dann geht's los. Dann können wir, haben wir eben auch noch einen Fahrer, der uns Kohle ranschafft. Jo, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, ein Like oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Schweden. Bis dahin, ciao.